Okay, Freunde. Okay. Wir müssen uns ein neues Zuhause suchen. So schön, wie es auch ist. Ja, moin Leute, euer Zero hier. Herzlich willkommen zu diesem wunderschönen Spiel. Es nennt sich Fallout 76 und es mobbt mich. Gut. Wir brauchen ein neues Zuhause. Das ist Fakt. Ja, scheiße, ne? Ja, scheiße. Ja. Scheiße. Es tut mir leid, aber... Die ist so uncool. Wie fest ja? Wie oft soll ich mein Zuhause... Ich habe 135 Kronkorken ausgegeben. Das fällt mir jetzt erst ein. Also ich habe hier doch schon alles untersucht. Was soll ich noch untersuchen? Ach so. Hey, Ella. Randy hier. Ich bin mir ziemlich sicher. Habe ich das nicht schon gehört? Ich bin, nachdem ich mein Bein verloren habe. Ich wollte dir sagen, dein Bein ist noch dran. Wir haben die Ghule bis Haven verfolgt und Donnerwetter, die haben sich unterhalten wie du und ich. Wir haben ja alle schon diese Geschichten von den... Ne, das kenne ich schon. Du hast dein Bein verloren, was da offensichtlich noch dran ist, ne? Oh, Terminal hier. Ja, was soll ich denn hier jetzt untersuchen? Hier ist ein toter Ghoul. Hier sind Pilze. Vielleicht soll ich mir die Nachricht auch nochmal anhören. Dann wüsste ich vielleicht, wonach ich suche. Untersuche das Gebiet. Das Gebiet ist sehr klein. Okay. Es ist so klein, dass ich schon draußen bin. Achso, das Gebiet ist noch... hier ist das Gebiet. Dieses Gebiet hier soll ich untersuchen. Hier liegt eine Leiche. Er hat eine Taschenuhr. Ich bezweifle, dass das ist, was wir suchen. Ist er vielleicht mit dem Auto gefahren, oder... Ja, da, guck mal. Nari Samir. Dire Chemical ID Card. Okay, und Nari's Holoband. Lucy hat uns erzählt, dass sie glaubt, den perfekten Unterschlupf in der Kanalisation unterhalb von Diacam gefunden zu haben. Ja, ganz genau. In der Kanalisation. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das ein Rückschritt im Vergleich zum Sumpf bedeutet. Aber wenn Sarah in Sicherheit ist, wie schlimm kann es dann schon sein? Wie dem auch sei, die Strahlungswerte sind durch die Decke gegangen. Also hat Lucy so einen komischen Schutzanzug-Prototyp für mich besorgt. Und ich kriege einen schicken Ausweis, um reinzukommen. Hoffentlich verliere ich ihn nicht. Das ist klar, ab in die Gülle. Wenn ihr einen guten Platz für mich habt, wo wir unseren Plan durchziehen können, schreibt mir das mal in die Kommentare. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass meine Cam immer weiter runterrutscht. Oder liegt Müll auf dem Boden. Eins von beiden. Ist wahrscheinlich beides. Also meine Tasche. Alles gut. Ist kein Müll. Hier liegt kein Müll. Ich besitze kein Müll. Was bist du denn für einer? Waren das gerade zwei Schuss? Habt ihr es auch gehört? So, wir haben da noch eine andere Markierung, sehe ich gerade. Und zwar genau da. Aber was soll dieses genau da? Ach so, haben wir das immer noch nicht gemacht? Ich hätte schwören können, wir waren da. Wir waren doch da. Haben wir es hochgeladen oder nicht? Oh nein. Behinderungen kommen hoch. Aber wieso sind die jetzt hier Level 14? Dieses Level-System ergibt vorne und hinten keinen Sinn.
Wenn der Augenbot mich sieht, ne, der warnt erstmal alle. Deswegen schleichen wir uns mal hier vorbei. Oh Gott, ich hoffe, ich komme hier rüber. Ja, Glück gehabt. Bitte sag mir, dass das eine Tür ist. Die Frage ist, werde ich diesen Chemikalienanzug brauchen oder reicht meine Powerrüstung aus? Weil wenn ich keine Rüstung habe, bin ich tot. Finde heraus, was mit der Gruppe geschehen ist. Wenn ich tippen sollte, sie ist tot. Okay, Radioaktivität ist hier etwas hoch, zumindest da hinten. Und hier auch. Liegt das jetzt am Wasser, wenn ich hier am Rand vorbeigehe? Alles klar, es liegt am Wasser. Also wenn ich hier rauskomme, brauche ich keinen Chemieanzug. Ah, fast kaputt, fast kaputt. Ich glaube, da ist eine Kakerlake hinter mir, ne? Ja. Was bist du denn? Michael Jackson für Arme oder was? Hau ab. Wenn du mich noch krank machst, ne? Dann bring ich dich um. Eine Haarklammer. Sehr schön. Jetzt muss ich erstmal das Geld wieder reinkriegen, was ich verloren habe durch die ganze Scheiße. Ich kann gerade sagen, wieso ist das hier so hell? Ne, ist immer noch hell. So ist mein Licht an, so ist mein Licht aus. Okay. Direkt mal ein paar Sachen loswerden. Schnittiger Verschluss. Oh, das hört sich schnittig an. So. Den wollten wir erst mit 50 machen, ne? Da er aber nicht 50 ist, brauchen wir den nicht. Nice. Wieder ein paar Points. Ich muss mal ganz kurz, weil das wird mich die ganze Zeit irritieren. Daten, ne? Ja. Lade das Masterband hoch und Jäger verzweifelt gesucht sind wir jetzt gerade, ne? Ja. Hey. Wait a second. Nebenquest. Töte ein Wendigo, während du... Das will doch keiner mehr. Okay, die Quest ist weg. Perfekt. Nur das wollte ich erreichen. Oh, hallo. Voltbewohner. Siehst ja noch fast schnieke aus. Außer, dass dir ein paar Haare fehlen. Wer latscht denn da durch die Gegend? Ich liebe es nachts. Ab sofort warte ich immer nur, bis es Nacht ist. Dann kriege ich den 3,15-fachen Schaden. So OP. Ich wollte gerade sagen, die Gegend kenne ich doch. Hier waren wir als allererstes. Seht ihr, wieso sind die jetzt hier auf einem Low-Level? Das letzte Mal, als wir hier in der Gegend waren, waren die Roboter um die, ich glaube, 40. Und jetzt guckt euch diese komischen Pirsche an, die nicht mal Schaden machen. Oh, 22, das ist ja schon ein Rekord hier. Ich hätte gerade meinen Hammer reparieren sollen, ne? Ich vergesse das immer so schnell, dass meine Waffen ja eigentlich kaputt sind.
Gemüsestärke. Die nehme ich mit. Die Kryogranate. Ach komm, weißt du was? Irgendwann werde ich sie werfen. Eines wunderschönen Tages werde ich auch mal Granaten werfen. So, da sind noch ein paar Leichen. Könnten noch Puppen sein. Aber da müssen wir erstmal hinfinden. Wo willst du denn hin, Junge? Ich schieß dir doch so gerne in den Rücken. Okay, ich habe mich, glaube ich, verlaufen. Ich bin jetzt schon komplett orientierungslos. Okay, wir sind richtig, wir sind richtig. Glaube ich. Wo sind denn die ganzen Kerne? Oh Gott, ich habe ja noch einen, ne? Wir müssen auf jeden Fall nach Hause. Kerne kann ich selber später sammeln. Candiel Sims. Deren Haare sind irgendwie noch in Ordnung. Wieso seid ihr alle tot? Wieso seid ihr alle tot? Alles Gute zum Jahrestag. Hey, Großer. Hier spricht eine reizende Frau mit Hilfe dieses klapprigen alten Aufnahmegeräts, das auf wundersame Weise immer noch funktioniert. Ich habe mir gedacht, das ist doch nichts Besseres als ein intimes, verführerisches und fast schon nicht mehr jugendfreies Holoband gibt, um meinem tollen Ehemann alles Gute zum Hochzeitstag zu wünschen. Und dann fiel mir wieder ein, dass wir Kinder haben. Kommt rein, Jungs. Hi, Papa. Mama hat mir gesagt, dass ich euch beiden alles Gute zum Hochzeitstag wünschen und dich daran erinnern soll, was für ein Glückspilz du bist, weil sie so hübsch ist. Und dass sie mit dir ausgegangen ist, obwohl du keinen Sport mochtest. Und, dass sie es mag, wenn du den Abwasch machst. Und wenn du uns Baseball beibringst, obwohl sie besser ist als du. Aber sie mag es gar nicht, wenn du schnarchst. Lukas Alexander, das habe ich nie gesagt. Duncan, das habe ich nie gesagt. Oh, ich kann nicht mehr. Doch, Mama, das sagst du mir. Jeden Morgen. Okay, genug. Raus mit euch. Spielt mit den anderen Kindern. An jeden, der das hört. Mein Name ist Lucy Howick und ich bin mit vielen anderen hier, die genauso sind wie ich. Wir sehen vielleicht aus wie diese hirnlosen Dinger, die man Ghule nennt. Aber wir sind keine von ihnen. Wir sind immer noch Menschen. Echte Menschen mit Gedanken, Gefühlen und all dem, was uns als Menschen ausmacht. Lucy, sie sind da! Scheiße! Schnappt euch eine Waffe! Wir werden nicht kampflos aufgeben! Also wenn ich so ein Holoband von meiner Frau kriegen würde, ich würde auch zum Tier werden. Ganz ehrlich. Oh Gott, ich habe jetzt einen Stechen. Oh, zu viel gelacht. Oh.
Das ist das gemeinste Holoband, was man einem Mann machen kann. Und dann ist mir eingefallen, wir haben ja Kinder. Au. Au. Oh. Wieso hab ich jetzt Schmerzen? Mein Charakter hat auch Schmerzen. Auch kein Kern drin. Ist ja dazu verflucht. Irgendwie produziert da einer ziemlich viel Dampf, kann das sein? Das ist doch einer dieser Robohirne, oder? Ich glaube, der ist irgendwie kaputt. Läuft eine Kakerlake. Toll. Hallo, Robohirn. Stirb mal. Vielleicht kämpft er auch gegen eine Kakerlake. Das sieht so aus. Ich weiß nicht, was der da macht. Aber ich kann nicht sehen, Junge. Oh, Gefahr. Oh, da fängt der zweite an. Hä? Kippst du irgendwann um? Danke. Okay, das mache ich nicht mit. Das ist mir zu viel Schuss. So. Achso, es war schon das Ende der Mission. Ach, rächen können wir sie nicht, weil logisch. Der Typ ist höchstwahrscheinlich kein Ghoul geworden. Aber das wäre es doch gewesen, wenn er ein Ghoul geworden wäre. Und ich ihn dann hätte abschießen müssen. Das wäre es gewesen. Gut, was lernen wir daraus? Ghoule sind auch nur Menschen. Oder so. Keine Ahnung, Ich finde das jetzt ein bisschen. Ich finde die Quest zwar cool, ja. Die sind Ghule, weißt du, die können noch sprechen. Aber wahrscheinlich sind das die Vorreiter von den anderen Ghulen. Allerdings würde ich es geiler finden, auch welche zu sehen und mit denen zu sprechen, aber. Das wären wiederum wieder NPCs. Die sind natürlich hier nicht erlaubt. Gott, wie ich dich hasse. Ich glaube, das Auto explodiert gleich, oder? Dann müsste er tot sein. Nö, hat ihn nicht interessiert. Irgendwann ist Schluss mit lustig. Okay. Holen wir uns mal sein Zeug. Okay, was machen wir als nächstes? Wenn wir irgendwann einen guten Platz finden zum Bauen, dann werden wir da bauen. Ich hätte wirklich sehr, sehr gerne hier gebaut. Hier wäre mein Standort gewesen, aber es geht nicht. Die Feste hat einfach irgendwas dagegen. Finde ich echt kacke. Hey, wir sind Befaster. Wir geben euch Fallout 76. Baut, wo ihr wollt. Außer da und da. Und da solltet ihr auch nicht bauen. Naja, gut. Verschwinden wir mal von dieser Gegend hier. Fürs Erste höchstwahrscheinlich. Ein Plan geht auf. Ja, das ist das Einzige, was übrig bleibt, ne? Ja, außer den Scheiß. Dann gehen wir mal zu Sam's Terminal. Es war hier. Nee, 46 Kronkorken. Ich glaube, es ist näher dran, wenn wir hier hingehen. Ich muss nämlich wieder Kronkorken sparen. Ich frage mich, warum. Als wäre in den letzten Folgen irgendwas passiert, was mir eine Menge Kronkorken abgezogen hat, was mir aber nichts gebracht hat. Oh. Ja, immer noch Seitenstechen. Oh, lange nicht so gelacht. So intensiv. So ins Innere hinein. So. Wie ist, wenn ich hier baue? So hier.
Mitten auf dem Weg vielleicht. Ja, wäre auch Schwachsinn hier zu bauen, ganz ehrlich. Mir wurde in den Kommentaren geschrieben, dass einer auf dem höchsten Punkt der Map gebaut hat. Ich glaube nicht, dass das da ist. Ja, auch nicht. Irgendwo muss ein heftiger Berg sein. Hier ist ein heftiger Berg, hier sind heftige Berge. Also ich denke mal, hier irgendwo wird er gebaut haben. Vielleicht auch hier. Man weiß es nicht. Okay, wie viel Krokotten kostet das jetzt hier? 23, jawohl. Direkt mal billiger gemacht. Wann habe ich dieses Foto geschossen? Es sieht nicht so aus, als hätte ich das geschossen. Wo kommt das her? Habe ich da ein Foto geschossen, Leute? Kann mich nicht erinnern. Ich hätte eine Pose gemacht. Ich hätte irgendeine Pose gemacht. Ist jetzt unheimlich. Jetzt schwören könnte ich, war hier schon mal. So, ja, wir können auch mit der... Hier, mit der Waffe zuschlagen können wir auch. Kacke, jetzt muss ich mir ein neues Zuhause suchen. Es war so ein schöner Standort, Leute. Das ist jetzt echt kacke. So, wir müssen nur auf den Snelly Gäste aufpassen. Wir haben irgendwo das Master Holoband schon reingetan. Irgendwo haben wir es reingetan, das weiß ich noch. Also gut. Dann wollen wir mal. Ich überlege gerade, wo ich mich aufbauen könnte. Mit so viel haben wir jetzt noch nicht. Ja, wir haben ja noch nicht den Großteil der Map gesehen. Vielleicht in der Wüste irgendwo. Da ist wahrscheinlich ziemlich viel Strahlung. Das ist auch nicht so schön wie im Wald gewesen. Und ich würde auch gerne eine erhöhte Position haben. Wo ist jetzt Sam's Terminal? Es kommt mir so bekannt vor, als hätte ich das hier gemacht. Ich muss. Und es sieht sogar so aus, als wären wir in der richtigen Richtung. Perfekt. So, haut rein, Jungs. Ich mach die Tür zu, dann müsst ihr sie knacken. Okay, wir sind doch nicht richtig. Ja, kann ich was für Sie tun? Möchten Sie Geld abheben? Gehen Sie doch nicht weg! Dann nicht. Dann nehme ich halt die Schreibmaschine mit. Ich arbeite zu Hause weiter. Wenn ihr nicht wollt. Ey! Kunden dürfen mich zu Hause nicht besuchen. Was? So, Sam's Terminal. Ich weiß nicht, es kommt mir alles so bekannt vor. Ja gut, der Baum jetzt hier nicht unbedingt. Sieht ein bisschen aus wie... So, was macht hier ein Auto? Wie im Kapitol irgendwie so ein bisschen, ne? Ist Sam's... Terminal hier irgendwo auf dem Klo? Oh, fast hätte ich gedacht, der wäre auch. Hä? Jetzt checke ich nichts. Oh, Nach oben und nicht nach unten. Sagt auch keiner was. Halt! Ein Jagdgewehr, Wodka. Wodka nehme ich gerne. Stogramm. Erkennungsmarken. So, wie komme ich hoch?
Wie komme ich hoch? Hier? Also hier war einst eine Treppe. Glaube ich. Nee, es geht nicht höher. Hey! Wie komme ich denn jetzt höher? Ich mag dieses Haus überhaupt gar nicht. Ich weiß gar nicht, auf welche Etage wir angefangen haben. Ich glaube auf dieser hier, oder? Ja, zumindest kriegen wir ein paar Schrauben. Und was ist das denn? Wahlbetrug. Ja? Sind Sie es leid, dass Ihre Steuern an inkompetente Bürokraten gehen? Gehen Sie am 2. November wählen und stimmen Sie für Referendum 6, die Appalachia-Wohlstandsverordnung. Automatisieren Sie die Regierung von Appalachia und schicken Sie die Bürokraten zum Teufel. Diese Werbung wurde aus dem Fonds der Bürger für Automatisierung bezahlt. Die Wohlstandsreform, das hört sich nicht so an, als wäre das für die armen Leute. Oh, ich habe den Weg nach oben gefunden. Ja, hat ja auch nur die halbe Folge gedauert. Springen wir mal direkt runter. Hier entlang. Immer dem Licht entlang. Und da haben wir es. Was stand da? Live free or die. Okay. Ich lebe frei. Bin frei von allen Sorgen. Ich habe nur keine Zuhause. Ich bin eigentlich bin ich obdachlos. Dann bin ich doch nicht frei von allen Sorgen. Bist du an? Nein. So, Holoband hochladen, ne? Gesundheitsüberbrückung, was? Das angegebene Passwort ist falsch. Holoband laden. Das Master Holoband. Verarschen oder was? Dieses Terminal ist gesperrt. Autorisierungsbefehl 17259. Programmdateien scan einleiten. Scan fehlgeschlagen. Terminal ist gesperrt. Warum? Sicherheitsfreigabe G26 erforderlich. Verstöße wegen. Habe ich noch ein zweites Master Holoband oder so? Da ist ein Holoband. Aber ich pack doch hier Master Holoband ein. Die freien Staaten. Die Quest heißt zwar, ein Plan geht auf, aber hier geht gar nichts auf. Die Zugangscode, die ich für das verbrannten Aufspürnetzwerk brauche, befinden sich auf Sam Blackwells Terminal in Capitol Building in Charleston. Sieht aus wie das Kapitol. Es ist allerdings gesperrt. Ich muss daher erst das Hauptsicherheitsterminal finden, um Zugriff behalten. Achso. Achso. Achso, die Quiz geht noch. Alles klar. Du bist ein Guter. Hey, hallo und tschüss. Ich beende jetzt meine Folge. Du darfst gerne hier am PC reingehen. Wunder dich nicht. Das ist eine Verarsche. Ne? Lass dich nicht verarschen vom PC. Hau rein. Tschüss. Ich mach die Tür hinter mir zu. Tschüss. Ja, Freunde, mit dieser Erkenntnis würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und dann verfolgen wir weiterhin die Quest.
Haut rein, euer Zero. Tschüss.